finde, ist einen völlig falschen Weg. Und was mich ein bisschen beruhigt, ist, dass ich damit überhaupt nicht alleine bin. Amnesty International hat gestern gesagt, die Bundesregierung verliert die Menschenrechte aus dem Blick. Und es gibt noch immer das große Engagement von vielen Freiwilligen und aus der Bevölkerung. Aber es gibt eben auch regierungspolitisch, und das Asylpaket 2 gehört dazu, eine Tendenz, nur noch auf Abschreckung und Abschottung zu setzen. Und das kann nicht der richtige Weg sein.